Ja, gut. Intro, ne? Einfach nur ein Bild aus einer Schule. Toll. Okay, wir waren wo? Ich höre Pokémon Center Musik. Massiver Auflauf von Pokémon ist verschwunden. Auflauf erschienen. Ah ja. Ach ja, ich erinnere. Leufeo. War der vorher schon gelb? Genau, das Ding. Vater der Legenden, südliche Zone 3. Herrscher der Steinklippe. Machen wir den heute, oder? Hätte ich gesagt. Wie schaut mein Team aus? Also ich bin sehr großartig. Oh, ich habe ganz viele Memes gesehen. Gestern. Wie sich über das Spiel beschwert wird und was weiß ich. Und alle nur am Heulen. Öde, sieht so scheiße aus. Ja, no shit. Das sagt ihr bei jedem Pokémon. Als ob das was Neues wäre. Masaya und Felino müssen noch gelevelt werden. Ja, machen wir das doch mal ein bisschen. Auf dem Weg zumindest. Warte mal, wie ging das Plus? Ja, Moped fahren. So. Na komm, kämpfen wir. Wir haben zum Einstieg kämpfen. Ja, du bist zu mir gekommen. Können wir kämpfen? Deswegen bin ich hier. Ja, es gibt eine Menge Probleme. Ja, ja. Ein bisschen komisch fürs größte Franchise der Welt. Irgendwo näherer. Ja, aber mein Gott. Wer hat nicht damit gerechnet? Auf dem Schild ist so ein Giergeist. Ein Gespenst. Was machen wir denn gegen das Ding am besten? Was ich noch gelesen habe. Imitator, ich habe noch gar nichts eingesetzt. Was ich gelesen habe, ist regelmäßige Neustarts, so alle paar Stunden mal, sollen helfen. So, ja. Jetzt machst du die gleiche Attacke noch wie ich. Schön. Da war er richtig. Boah. Hast du mich aus den Socken gehauen? Komm. Gib mir einen Haufen EP. 5 Level-Ups. Ja. Ja, 2. Lernst versucht Fußkick zu lernen. Ja. Lance hat nur einen Angriff. Gut, Fußkick. Das war das. Je schwerer das Ziel ist. Nee. Will ich nicht. Die werden aber noch eine Menge patchen. Ja. Hat er bisher einen Crash in 30 Stunden. Ja, Arno hatte auch einen Crash, hat er gemeint. Oh, du hattest nur ein Pokémon. Das ist ja beeindruckend. So, was haben wir denn hier alles? Vulcano. Das Salzding, ne? Ach ja. Ein Ticken schneller ist man, glaube ich. Ja, da drüben hängt's ja. Da müssen wir hin. Das hat man ja auch im Trailer schon gesehen. Und. Oh. Aber ja. Ich sag nur Cyberpunk. Cyberpunk am Anfang war ja auch eine reine Clown-Fiesta. Da unten ist ein Raid. Wollen wir raiden? Komm, wir wollen raiden. Aber auch das Item da oben. Und da ist ein Special-Pokémon. Und es ist weg. Toll. Ja, doch, da hinten kommt man hoch. Deswegen. Ja, es sind immer diese... Man möchte so schnell wie möglich sein Spiel natürlich rausbringen und schnell Geld verdienen. Speziell zum Weihnachtsgeschäft. Und dann leidet das Spiel halt in der Regel immer drunter. Ein Schlickter mit Wasser. Ist das nicht Wasser von Haus aus? Ich hab trotzdem Spaß. Ja, eben, ich auch. Ach, ich bin nicht online, ne? Warte. Ah, das hätte ich gleich machen können.
Die Leiste von Miraidon unten ist ein bisschen höher. So, da ist so eine gelbe Schicht. Wahrscheinlich wird das noch höher. 500 LP, ja, ja. Beliebig. Jeder. Komm. Und dann machen sie wieder so. Damit ich ein bisschen entspannen kann. Und meinen Stuhl nochmal fix einstellen kann. Der ist noch aus meiner Entspannthaltung. Oh ja, gut, vielleicht sollte ich ein anderes Pokémon mitnehmen, ne? Und zwar nehmen wir Osiria, wenn es ja Wasser ist. Huch, was hat der denn da? Mhm. Ist das ein Razaf als Super Saiyajin? Ein bisschen, ne? Übrigens heute ohne Brille, weil wir haben festgestellt, die Brille ist weird oder falsch gestellt. Der hat schon Garchomp. Ja, okay. Gut. Ihr seid schon alle sonst wo. Ja, du nimmst natürlich den Leggy mit. Da haben wir das Spiel kam vorgestern raus. Das ballert ihr das Spiel alle so durch. Ups, wieder vergessen zu drücken. Das sieht nur ein bisschen doof aus. So, was hat der da jetzt? Das ist doch ein Razaf, oder? Das muss ja irgendwo dran stehen. Und ein Motor, ah ja. Ja, das. Okay. Okay. Oh Gott. Ich dachte, mein Spiel hängt sich gerade auf. Ja, ich habe viel gemacht. Den Catch habe ich mir verdient. Ich muss Pokéwelle nachkaufen. Bisschen deprimierend gerade für mich. Ich komme da mit meinem Level 14er Pokémon und die kommen mit mindestens 50ern, so wie es aussieht. Wenn der eine schon einen Garchomp hat. Naja. Hey, ich war auch dabei. Damit. Ne? Wieder eine Waldblende. Schlägt er? Ja, kennen wir schon. Nö. Mal angucken. Eben, das ist doch ein Wasser-Pokémon. War noch nicht mal ein Special Raid. Und die verschwinden dann. Das ist mir gar nicht aufgefallen im letzten Mal. Das ist ein Special Vulcano? Nein, das ist ein Dumiesel, das besonders ist. Ein Dumiesel, das nicht normal ist. Wir wollen es ja fangen. Mal gucken. Mhm. Gift. Das wäre jetzt auch klug gewesen, dass ich das einsetze, was ja normal gut gewesen wäre. Ja, nevermind. Das war schon ein bisschen doof. Ich wusste ja, dass es jetzt kein normal Pokémon sein wird. Aber, ist das noch neu, das Feature? Bin ich gespannt, ob das automatisch bremst, wie ich es beim letzten Mal angenommen habe. Natürlich bin ich jetzt vergiftet. Und dann auch nicht. Oder ob wir es jetzt töten. Ich hau einfach mal drauf. Es bremst automatisch in der Red Zone.
Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man die fangen will. Mhm. Oh, aber damit habe ich seine Runde auch beendet. Oh, interessant. Mikro ein bisschen neu positionieren. Ich glaube, so ist ganz gut. Ich wäre mit der Tasse fast gerade dagegen gekommen. 18, 15, 15. Also er versucht, Schaufler zu lernen. What? What? Ja, tschüss, Kratzer. Schaufler auf einem Elektro-Pokémon nativ. Das ist schick. So, wie funktioniert Gift denn jetzt? Muss ich mal anschauen. Initiative runter, Verteidigung hoch. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was hat unser Dumiesel? Teambericht, genau. Ah, Angriff hoch in der City. Nein, nein, nein. Wenn wir jetzt irgendwas Weirdes gehabt hätten, hätte ich es nochmal getauscht, aber. 2000 LP! Okay. Gift ist aber anscheinend, während ich unterwegs bin, kein Problem. Das ist gut. Wir müssen euch zwar noch leveln. Außer wer hier vor. Was ist das? Ein Micro. Wir waren da ja jetzt schon. Ne, aber ich habe auch eben bisher. Moment, wo geht's denn hier raus? Bisher richtig Spaß. Auch wenn ich schon ein paar Mal durch die Welt geguckt habe. Alles okay. Ein Leufeo. Zone 5. Die Frage ist, wie stark seid ihr hier? Raid. Pokéball. Großartig neue Pokémon finden wir aber noch nicht gerade. Der leuchtet komisch. Ja. Rückstoßattacken mag ich nicht. Er leuchtet anders. Ist das Psycho? Nein, Unlicht, oder? Ja. Ja. Wir nehmen einfach mal alle. Das ging aber schnell. Warte mal, Unlicht. Dann nehme ich Lance mit. Da müsste er wieder Full Life sein für den Kampf. Ja, guck mal, da ist ein normales Rasen. Wie hat Madaba einen anderen Font? Wie geht das denn? Und Cap, kannst du mir sagen, wie die anderen meine Raids finden? Weil es muss ja wieder irgendeine Möglichkeit geben, wo man sehen kann, oh, hier andere Spieler encountern gerade das und das und ich möchte mitmachen. So, Raid beginnen. Wenn alle auf bereit sind, soll es doch eigentlich losgehen. Dass man dann nochmal drücken muss, ist seltsam. Ich hoffe, das war jetzt Unlicht. Darfst du mir bitte mal gleich sagen, Mann. Ich würde mich dann auch einfach mal umgucken und schon mal, keine Ahnung, Lugia fangen. Hey, was ist das denn auf deinem Kopf? Was sieht ihr? Spinnen aus. Ja, doch, das ist sehr zwielichtig. Aber diesmal habe ich wirklich mitgeholfen. Vermutlich über das Poképortal.
Das habe ich auch noch nicht gefunden. Da habe ich dich auch noch nicht gefunden. Das ist seltsam. Da wird wahrscheinlich der erste Patch sein für Connectivity-Gedöns. Ja, ach ja, Pokébälle fangen. I remember. Der Blick, den wir gewählt haben, der ist schon gut. Ich mag ihn. Das haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Haben wir die Blume schon? Aber eigentlich bist du ja Fee. Fee-Pflanze? Oder nur Fee? Du streichst eigentlich nur eine Blume mit. Eine Flababy. Ich glaube, wir hatten schon mal eins, oder? Aber eine andere Farbe. Ich glaube, ein gelbes? Ich glaube, ein gelbes. Die White... Also diese Weißblenden sind... Ne, wir haben es schon. Der Rotblütler. Die Weißblenden stören mich halt extrem. Weil da kriege ich halt Kopfweh von so hellem Licht. Deswegen ist Streamen noch immer für mich so anstrengend. Ein Bisharp. Wie heißt denn du im Deutschen nochmal? Oh, Level 22. Oh Gott, das war... Stahl. Stahl und Fee sind die Typen, die ich nicht verstehe. War Boden jetzt gut auf Stahl oder nicht? Oder was schwach gegen Stahl? Ich habe doch keine Ahnung mehr. Stahl ist einer der Typen, von denen ich keine Ahnung habe. Na, gucken wir mal. Metal Claw. Und? Das war sehr effektiv. Das sehe ich. Ach, dann hätte ich mir den Wangenrubbler sparen können. Toll. Ich habe extra Wangenrubbler gemacht, damit es paralysiert wird. Oh je. Ja, so, jetzt Paralyse. Ah, fuck. Gut, dass er ja nicht da ist und das mitkriegt, dass sie stirbt. Ja, sie stirbt ja nicht. Sie ist nur bewusstlos. Boden dann ja Gift ist. Genau, Gift ist. Also Stahl ist immun gegen Gift, so rum. Wir müssen die Bodenattacke einsetzen. Sollen wir nochmal? Oh, weil das ist jetzt Step, ne? Du bist trotz Paralyse immer noch schneller? Oh, wow. Perfekt. Pokebälle kaufen, Pokebälle kaufen. Dran denken diesmal. Herrgott. Mann! Gut. Ist die Catchrate generell hochgesetzt worden in dem Spiel zufällig? Irgendwie fangen wir das meiste doch relativ einfach. Gladiantri. Unlichtstahl. Das Stahlkling-Pokémon. Nach jedem Kampf pflegt es seine Klingen sorgfältig mit seinem Lieblingswettstein. Schattige Klingen könnten seinen Tod bedeuten. Schattig wahrscheinlich unscharf. Nennen wir das Schattig. Okay. Ui. Das ist weit hinten im Dex. Ja. Wie fliegen wir denn da hin? Na gut, da unten ist das Logo. Ich sehe es schon. So, erstmal heilen. Das ist eine schöne Animation. Na. So. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Nur mal so 8000. Das kann ich mal so viel. Aber wir können super billig kaufen schon. Momentan reicht uns aber Pokebälle. Ich würde gerade sagen, mir mal bitte, hallo? Damit wäre ich pleite. Ja, komm. Und noch ein Premierball, wunderbar.
Die Leber sind teurer geworden. Die haben früher 1,5 gekostet. Du kannst auch mit LP zahlen. Ja, aber die will ich nicht ausgeben. Die möchte ich erstmal grinden. Ja, was heißt grinden? Eher safen. Bis wir sie wirklich brauchen. Hallo, Vulcano. Oh, so viele Vulcanos. Jetzt gehen wir aber mal zu dem Riesending da hinten. Ohne Umwege. Ach nee, warte, wir wollten noch was gucken. So, Pokeportal. Wir sind ja online. Da ist mir auch ein Ticken zu hell. So, Freundeskreis. Oh, Freundeskreis. Mit Hilfe der Freundeskreis-Funktion kannst du dich mit Freunden verbinden und gemeinsam mit ihnen Paldea erkunden. Nicht, was ich gesucht habe, aber auch interessant. Zusammen spielen. Möchtest du mit Freunden in der Nähe spielen, sollte deine Internetverbindung auf Offline gestellt sein. Willst du mit weit entfernten Freunden spielen, solltest du zu Online wechseln. Über das Poképortal kannst du deine Internetverbindung herstellen oder trennen. Wenn du Freunde dazu einladen möchtest, mit dir zusammen zu spielen, bilde eine Gruppe, teile das Passwort mit ihnen. Wenn du hingegen der Gruppe von jemand anderem beitreten möchtest, musst du das Passwort eingeben, das dir mitgeteilt wurde. Während du Mitglied einer Gruppe bist, kannst du nur mit deinen Freunden aus der Gruppe Link Kämpfe, Link Tausche oder Terror Worlds durchführen, aber nicht mit anderen Spielern. Ah, okay. Ich dachte, ich sehe jetzt da meine Freunde, die das Spiel auch haben, aufgewiesen, so dat, aber nicht so Terror Raid. Okay. Anderes Submenü. Und zufällig kann ich machen, aber das sind die, die jetzt gerade vorgeschlagen werden. Ein Käfer-Tentacher, nehme ich an. Krabox. Das Giftding. Toxel, oder? Also wieder Gift. Feuer-Schallquab. Unlicht-Muschers. Da, das Boden-Unlicht. Krokodil, nur mit Flug. Ist das ein Roly-Coly? Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Okay. Kampfstadion, Geheimgeschenk. Gibt's was? Gucken wir mal. Pikachu vom Terror-Typ Flug. Oh ja, toll. Wunderbar. Pikachu. Ja, komm, wir nehmen's mal mit. Das fliegende Ballon-Pikachu. Gibt's als Karte, gab's im Pokémon Snap. Generell ganz oft als Gag. Wunderbar. Ich freue mich total über Pikachu. Jedes andere hätte sein dürfen. Nein, es muss Pikachu sein. Oh Gott, ihr... Nein! Das habe ich nicht berührt. Was hast du für die Hitbox, so kleines Ding? Okay, dafür... Und komm. Einfach critten. Das wäre ja go. Critten. Ah, jetzt kriegen wir noch Damage rein. Eigentlich mal so wenig. Aber wir müssen mal mehr fighten. Hängen im Level ein bisschen hinterher. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen unterlevelt. Warum hat das Ding rote Augen da drüben? Nicht stellen. Mist, das ist ein Item. Hallo. Danke. Oh nein, jetzt muss ich da ganz... Oh nein, das wird dumm. So viel zu kleine Umwege, ne? Oh, guck mal, da ist ein Item. Lass da hingehen. Na, mal gucken. Oh, so weit... Falsch dürften wir gar nicht sein, oder? Was ist das? Das ist doch sogar schon. War das gar nicht falsch? Aha. Klar. Standpauke. Wie viel Standpauke ich in meinem Leben schon bekommen habe. Keiner hat geholfen. Guckt mich an. Na? Hä?
What? Ich spam den A-Button. Okay. Noch mal ein Trank. 49 Tränke. Uiui. Okay. So. Clip, clip, clip. Oh. Dachte, da passiert was Spannendes. Klippe, Herrscher der Steinklippe. Aha. Du bist Gestein. Ja, dann. What? Wir haben aber auch kein Level. Keine Levelanzeige hier. Warum musstest du critten? Das geht. Okayer Damage. Der hat's halt aber auch nicht leicht. Let's try Blackie. Tether und dann Wasserdüse. Machen wir mal. Also, die Animation hätte ich verzichten können. Na komm. Immerhin sind wir zuerst dran. Und? Oh, gut. Guter Damage. Wutpanzer. Oh, das hat einen Angriff steigt. Spezialangriff steigt. Initiative steigt. Verteidigung sinkt. Spezialverteidigung sinkt. HP bleiben nämlich an. Calculated. Oh boy. Ah, okay, das hält nur ein paar Runden, oder? Ah nein, es geht jetzt. Wir besiegen es nämlich gar nicht. Oder ist es jetzt weggelaufen? Ja, warte. Dann... Gehen wir nochmal heilen. Sollte auch zwei vielleicht erstmal ein bisschen im Hintergrund mitleveln? Oder nur gegen entsprechende Typen einsetzen? Ja, komm. Tee nochmal. Gut. Wieso denn? Jetzt. Okay. Ihr steht im Weg, im Vehikel. Das war jetzt irgendwo am Weg, ne? Oh, halt kurz mitten auf dem Weg. Kramoxe. Die Kämpfe gegen andere Teile gingen eigentlich immer ganz gut, deswegen. Ja, ja. Mhm. Akademie-Schüler, das sieht ein bisschen alt aus. Ein Nebulak. Ich weiß nicht, vielleicht hat Schwebe. Natürlich ist er schneller. Haha, jetzt nicht mehr. Hm.
Perfekt, Paralyse triggert. Dann sollten wir sie ja haben. Oh, guck mal, das sind sogar zwei Pokémon. Endlich mal jemand mit zwei. Ja, so wird es ja auch mal Zeit. Klamox, perfekt. Da haben wir einen Typ-Vorteil. Die Augen der meisten Pokémon sind super weird. Die leuchten so seltsam. Schau, dafür fressen wir noch. Aber oh, das macht nichts. Ein Tap. Ja, ich weiß nicht, ob man die Kamera drehen kann. Lance zieht halt langsam alle ab. Warum? Du wirst deinen Schatz gewiss finden. Ich hoffe doch. Mhm. Geht ja perfekt auf mit den 20. Zum gucken. Ah ja, da unten ist es. Wir brauchen nur dein Gewürz. Ach, es war jetzt immer noch vorne. Hat einfach ein Loch in die Wand geschlagen. Das Herrscher-Pokémon Quibble frisst etwas. Quibble. Dave, du hast das Herrscher-Pokémon also gefunden. Offensichtlich. So, wir brauchen nur dein Gewürz, Hannah Emmons. Das ist also der Herrscher der Steinklippe. Der ist ja gigantisch. Ob das Gewürz ihn stärker gemacht hat? Oh, das war das Gewürz. Dave, pass auf. Dann würde ich gerne nochmal wechseln. Oh shit. Jetzt. Oh. Wir haben einen Doppelkampf. Okay. Muschus kann nicht mehr fliehen. Das ist. Okay für mich. Wir beschützen erstmal aus der Erde. Oh ja. Wunderbar, der ging auf mich. Da hätte er auf mich gehen sollen. Oh, wow, 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 wow. Das ist nicht viel Schaden. Wir würden es einfach nochmal und hoffen, dass er einfach überlebt, falls er angegriffen wird. Nein, Muschas? Okay, er macht immer hin und her. Dann sind wir mit Schaufel eigentlich ganz gut dran. Aber dann nie da sind. So den Silberblick. Ja, auf uns. Wunderbar. Sehr einfaches Pattern. Finde ich gut. Bonk. Okay, unter der Hälfte dann. Jetzt möchte ich nicht mehr getroffen werden. Oh Gott. Er müsste jetzt wieder Muschus angreifen. Scheiße. Mann! Einmal hätte es doch gut gehen müssen. Einmal. Oder Muschus hätte einfach nur zuerst angreifen müssen. Können wir das fangen? Nein, es verschwindet. Aber aus der war doch gar nicht mehr da. Na gut. Oh, alle kriegen so viele Penos, wäre ja nicht. Was? Wer will Slam lernen? Moment. Philly, das Slam hat aber nicht so eine hohe Genauigkeit. Genau. 75 ist mir zu wenig. Ne. Das lernen wir nicht. Da kommt nur Mist bei rum. Oh, guck mal, eine Höhle. Sehr gut, Dave. Tolle Arbeit. Gern geschehen. Jetzt gib mir 5 Millionen dafür. Diese Herrscher-Pokémon kann einem ganz schön Angst machen, wenn sie wütend werden. Ich mag dieses Baumelding da.
sein Löffel oder was das ist. Da drinnen gibt es bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das es eben gefressen hat. Lass uns fix nachschauen, bevor es zurückkommt. Toll, wir beklauen es jetzt einfach. Ich wollte gerade Raubmord sagen, aber ein Raubüberfall. Das ist ziemlich dunkel hier, also pass auf, wo du hintrittst. Geht doch. Ah! Was? Eins. Das ist es. Genauso sah das Gewürz in dem Buch aus. Eine leuchtende Stange. Ihr findet ein stängelsüßes Geheimgewürz. Oh, Wahnsinn. Das habe ich nur dir zu verdanken, Dave. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Süßes Geheimgewürz ist gut für einen gesunden Magen und hilft dir bei der Verdauung. Das wirkt hervorragend gegen Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit. Wenn ich es ihm doch nur sofort geben könnte. Dann ist jetzt wohl an der Zeit, dir zu beweisen, was ich drauf habe. Dann ans Schneidebrett. Okay. Ein Suppenkeller würde ich sagen. Ja. Das sind zwei Sachen, die Dave nie hat. Oh, sorry, dass du warten musstest. Hier hast du ein kräftig gewürztes Sandwich nach Peppers Art. Und als Dank dafür, dass du das Herrscher-Pokémon besiegt hast, kriegst du einen Orden von mir. Das Design habe ich mir von den Arena-Orden abgeschaut. Mhm. Flaschendeckel oder was? Herrscher der Steinklippen bezwungen. Fahrt der Legenden. Mhm. Okay. Ja, so ist das ein Kronkorken hier. So einer halt. Nom 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 nom. Anja! Was ist denn mit diesem Ding los? Es kommt von selbst aus einem Pokéball. Hey, es gibt keins für dich. Möchtest du mir leider ein Sandwich geben? Ja. Nee, der hätte eine halbe machen können, aber. Ah, das hatte ich doch extra für dich gemacht. Ja, mir leider ging es beim letzten Mal nach einem Sandwich auch gut. Bei mir kriegst du aber keins. Oh, schade. Hey, sehr gut, ich hab's kapiert. Dann bekommst du eben die Hälfte von meinem. Lass es dir wenigstens schmecken. Achso, er hat es mir gegeben, ha? Huh? Oh, hast du denn schon aufgegessen? Da, siehst du, sag ich doch. Miraidon hat die Reittechnik Sprint erlernt. Täusche ich mich oder ist das gerade irgendwie stärker geworden? Hab ja. Wow, echt jetzt? Die Kraft dieser Gewürze ist wirklich der Hammer. Siehste, war doch eine gute Idee. Wenn sie auch solche Effekte haben, dann... dann können sie sich auch von Nutzen für unsere Schatzsuche sein. Ja, ja, ganz bestimmt. Wollte nichts anderes sagen. So, nach diesem Geheim-Sandwich bin ich erstmal richtig satt. Hast du nur ein halbes gehabt. Willst du noch alles aufräumen? Nee, du brauchst nicht zu helfen. Du bist sicher platt vom Kampf gegen das Herrscher-Pokémon. Ruh dich lieber aus. Überlass das mir und fang lieber schon mal damit an, die restlichen vier Gewürze zu suchen. Toll. Na guck mal, so ein schlechter Kerl ist er ja gar nicht. Ein bisschen grummelig ist. Ey, ich bin dir echt dankbar. Okay, sie sind weg. Okay, er hat was zu verheimlichen. Du kannst jetzt rauskommen. Schade, ich habe auf den Pokémon-Ruf gehofft. Vielleicht, dass ich ihn erkenne? Ring, ring. Who this? Ah, Futurus. Hallo, Dave. Hier spricht Futurus. Miraidon scheint einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt noch stärker beschleunigen, während du auf ihm reitest. Es ist wieder den linken Stick drücken. Ach, Mann, Pokémon, das ist Kacke.
Drückst du auf den linken Stick, kann mir leider nun sprinten. Während eines Sprints gegen einen Baum stößt, ist es möglich, dass ein Pokémon herabfällt und dich in einen Kampf verwickelt. Ich hoffe, dass du die Paldea-Region zusammen mit Miraido noch weiter erkunden wirst. Vergiss auf eurem gemeinsamen Abenteuer nicht, dass du dabei keiner festgelegten Route folgen musst. Der Weg liegt allein in deiner Hand. Behalte einfach die Karte im Blick und wähle ein Ziel, das dir beliebt. Lass dich dabei ruhig von deiner Neugier leiten. Ihr zwei werdet auf eurer Reise mit Sicherheit viele Erfahrungen sammeln und daran wachsen. Okay. Ich vertraue darauf, dass du dich weiterhin gut um Miraido kümmerst. Hi, Chef. So, dann wollen wir das gleich mal ausprobieren. Naja, das ist ein Stück schneller. Ah, nein! Na gut. Wir brauchen EP. Es regnet. Oh, wow. Sollten danach noch einen aushalten. Das ist die Frage, ist der Regen auch wirklich da? Das Spiel hat nichts gesagt. Dass wir, oh. Wow. Ich lasse da mal ein Pee schlürfen, damit es am Hals nicht mal besser geht. Ich habe es mir gestern sehr gemerkt. Der Leben von vorgestern. Ja, das ist okay, der Schaden. Hat meinem Hals gar nicht so gut getan. Ah ja, besser. Viel besser. Und jetzt sind wir schneller. Nee. Rino ist einfach bocklahm. Weil die Musik ist echt. Ich wipp die ganze Zeit so. Das ist cool. Ja gut, wo gehen wir jetzt hin? Oh. Hier lang gehen wir jetzt. Ah. Riesen. Calcium. Das sind Sachen, die wir doch... So, wo sind die denn vor allem? Hier, wir haben auch Zink. Spezialverteidigung. KP Plus. Die Dinger hat immer der Starter bekommen. Aber was hat denn Strategy? Warte mal. Nee, war schon richtig. Da. Was bist du denn? Kann man doch nicht sagen, ob du Special oder physisch bist, ne? Gut. Ich wollte ja eigentlich nach Norden noch weiter. Was ist das? Achso, ein Osreya. Halt, du bist ein Pokémon. Was ist das? Narbon. Du siehst nach Feuer aus. Ist das dieses Mega Man Pokémon? Ist das nicht in Kamezin? Ich dachte, ich habe das Lilane, weil Purpur und so. Fangen wir das doch mal. Oh, ich sehe schon, bald steht die erste Team-Umstrukturierung an. Weil das Ding ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, glaube ich, wenn es Feuer ist. Außer es ist Kampf. Kampf haben wir schon. Passt. Hey, Angry Bacon. Hallöchen, willkommen zurück. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Knarrbohn.
Im Kampf erreichen seine Flammen Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius. Das ist eine Vorliebe für Bären mit hohem Fettgehalt. Feuer. Monotyp. Ja. Alles bestens bis jetzt. Was heißt bis jetzt? Erwartest du was Schlimmes? Der Angriff vor Verteidigung oder so, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Feuerfänger. Das Pokémon für eine Feuerattacke getroffen. Ach so, na ja, gut. Passiert eher selten. Äußerst Gewissen. Das ist ein Monotyp. Wen würden wir denn dafür jetzt erstmal rausschmeißen? Eigentlich niemanden. Aber wir haben echt noch kein Feuer dabei. Okay, wofür braucht man Feuer? Gegen Pflanze, gegen Käfer, dafür haben wir Flug, gegen Stahl. Also noch gut gegen Stahl, war Kampf gut gegen Stahl oder was schlecht gegen Stahl? Ja, der Stahltyp, Stahl und Fee. Kann ich mir nicht merken. Ja, weil Sonntag ist und morgen Montag. Ach so, okay. Also das Übliche. Nee, dann bist du halt erstmal raus, sorry. Kampf war gut gegen Stahl. Ja gut, dann haben wir alles mit Lern schon abgedeckt, was Feuer. Gut, Feuer. Wogegen Feuer gut ist. Nur nicht gegen Sprachspieler offenbar. Achso, hier waren wir schon mal. An die Leiter kann ich mich erinnern. Nein, ich muss absteigen dazu. Das ist ja auch doof. Muss das nicht Stavi heißen? Stavi? Verstehe ich nicht. Moment. Hier in den Ecken? Nein. Okay, oh Gott. Lass mich in Ruhe springen. Und die Vulkanos treuen miteinander. Komm, wir machen den Raid da vorne noch. In dem Fall das Item damit. Und das da. Ein Sonderbonbon. Schick. Ups. Für den Nebulax. Bronzer. Das Spinnending als Elektro. Ha, ja. Ja. Nehmen wir. Warum nicht? Star L? Ich verstehe es immer noch nicht. Ein Gardevoir. Schön. Oh, und er ist weg. Und er hat ein anderes Profilbild. Da kann man ja auch noch was machen in seinem Pass. Da war was. Team Star Wortwitz. Ach so. Ja, aber wir sind ja nicht Team Star. Wir sind endlich im Norden. Ja, wir sind immer noch im Süden. Also ich da hochkomme, das wird noch ein bisschen dauern. Aber keiner mitmachen bei dem Spinnenviech? Komm, ist das Elektro. Das ist was anderes. Ein Sichtlor. War nicht schlecht. Oh, jetzt darf ich die Hintergründe. Und tschüss. Keiner liebt mich. Alle gehen. Na, mal gucken, wie lange du bleibst. Mein Team ist jetzt Level 50 rum. Ja, gut. Mein Team nicht. Was passiert hier? Rein, raus, rein, raus. Ja, whatever, dann machen wir es halt so. Was? Er wird schon klappen zu zweit jetzt. Ach ja, mit der Glühbirne. Ich erinnere mich.
Ja, komm, mit der Aufstellung hier. Da ist doch noch einer reingekommen? Nee. Hat doch mit dem Vagoban. Ich hab was geklickt. I tried. Von dem habe ich die Weiterentwicklung schon gesehen bei Arno. Also bei Destroy Blade. Ich bin froh, dass wir das Ding nicht genommen haben ins Team. Das ist ja hässlich. Also ernsthaft, das Viech ist ja so hässlich. Ich sehe schon, alle sind schon super weit, nur ich wieder nicht. Ja, wo bist du eigentlich gerade? Du hast ja sogar am Donnerstag schon angefangen, hast du gemeint. Weil du es auch zu früh geschickt bekommen hast. Dürfte es ja dann auch locker so um die 50 sein. Tavundel. Egal. Von Bären, EP-Bonbons. Passt. Nehmen wir. Kriege ich eigentlich auch den Belohnungskram, wenn ich bei einem Raid von einem anderen mitmache? Ich habe es seit Freitag, okay. Dann Cap hat es am Donnerstag schon bekommen. Ich habe es ja auch am Donnerstag schon bekommen. Nee, das machen wir jetzt nicht gut. Das haben wir schon. Fehlt ein S vor dem Namen. Strundel? Strundel? Was? Hey, wo sind die Pokémon jetzt hin? Ja, das ist noch eins. So. Ich hätte mir jetzt... Da ist ein Bronzer schon mal. Dann noch eins. Warte mal. Kann man gerade drehen. Hinter dem Baum da. Ein Pokémon? Ja, ne? Das war ein Crit. Perfekt, Statik hat gewirkt. Dann spare ich mir den Wangenrubbler. Komm schon. Er paralysiert. Ich hoffe, Osrea entwickelt sich noch. In der Form wird Osrea nicht lange mehr im Team bleiben. Bis Level 25 gebe ich dir. Danach fliegst du los. Also sei doch Druck jetzt, ja? Stell mich an. Kein Level up. Bronzel ist ein Bronze-Pokémon. Stahlpsycho. Man findet sie in alten Grabstätten. Das heißt, Muster auf ihrem Rücken bergen mystische Kräfte. Rücken sind Muster? Wusste ich natürlich. Das Ding bist du. Nee, dich will ich nicht. Haben wir ja schon. So, wo sind die Nebulax hin? Wo sind die Nebulax hin? Das ist gemein. So, Nebulax, da waren gerade 5. Moah. Hätte sie zuerst fangen sollen, ne? Okay, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Hier ist noch eine Trainerin, die nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Wer ist denn gerade vorne? Eventuell helfen wir kurz nach. Das war auch schon mal besser. Die Menüsteuerung dafür. Ich drehe gerade meine Runden. Das heißt, ich arbeite zwar, aber draußen. Was? Du stehst in der Schlucht. Was arbeitest du denn hier bitte? Kellofeo ist gut. Feuer. Nicht zurückstecken. Gut. Wie machst du einen Schaden? Okay, das wäre jetzt wirklich... Oh ne, wir. Oh, wir sind Speed-Tie. Oh, interesting. Dann bitte jetzt ich einmal schon noch mal. Fuck, das ist mal tot. No. Natürlich komplett unglücklich gelaufen alles.
dann Felino. Ne, also er kämpft jetzt einfach nicht mehr. Das wird nichts. Sam bleibt jetzt einfach hinten und wartet. Bis das mit dem Level hinterhergekommen ist. Das geht so nicht. Ja. Felino hüllt ein Level ab. Toll. Warte mal, wie geht das nochmal? So, Dummiesel. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ist ein bisschen wenig EP, aber es geht halt deutlich schneller. Verliert. Ah, ne, unten was. Wollte sagen, verliert du Miesel dabei HP? Also eher weniger, ne? Und so kann man dann natürlich schnell die Items farmen, die man braucht, um TMs herzustellen. Ich verstehe. Nix da. Okay. Mir gut. Ich kämpfe jetzt auch alle, die da noch stehen. Okay. Kann man so AFK farmen? Was ist das denn? Moment, Weg des Champs? Oh, hier ist eine Arena. Das habe ich mitbekommen. Also ganz sicher. Nein. Ist mal vorbeigelaufen, oder? Pflanze stand da, ne? Dann hätten wir die letztes Mal doch noch was mitmachen können. Pflanze. Ja, dann haben wir halt nur Flug gegen, ne? Aber Lance ist doch schon so hoch im Level. Lance wird unser MVP. Okay. Na gut, dann. Oh wow, was weg. Erschöpft. Oh, wow. Was kannst du denn? Dieses Menü. Lass da kämpfen. Gut. Im Flug, klappt das? War doch gerade noch was. Weil die zwei, die ich eigentlich behalten möchte, die einfach nur auf die Fresse. Ich glaube, das ist der Level-Unterschied auch hier. Hieß es doch, glaube ich, oder? Level und Typ. Deswegen gut. Giftboden gegen Flug-Pokémon war vielleicht nicht die klügste Wahl gerade auch. Gegen die Schlupux geht's.